und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. In diesem Video schauen wir uns das Kräfteparallelogramm an. In diesem Video wollen wir es aber nur zeichnerisch lösen. In einem zweiten Video erkläre ich euch, wie man das Ganze auch berechnen kann. Aber jetzt geht es erstmal ums Zeichnen. Bevor wir anfangen, wiederholen wir kurz. Wir können uns auch daran erinnern, dass wir Kräfte immer mit einem Angriffspunkt und einem Pfeil darstellen. Und wir hatten auch schon gelernt in einem anderen Video, dass wenn wir zwei Kräfte haben, die in die gleiche Richtung wirken, dass wir sie addieren dürfen. Und dann haben wir meinetwegen die Kraft 1 und die Kraft 2, also hier rot und grün. Und wenn die zusammen wirken in die gleiche Richtung, dann entsteht daraus die resultierende Kraft. Und Kräfte, die in die gleiche Richtung gehen, die darf man addieren. Ihr seht also, aus rot und grün wird dann blau. Wir hatten auch gelernt, dass Kräfte, die in die entgegengesetzte Richtung wirken, voneinander abgezogen werden können. Das heißt, hier ist F1 in diesem Fall 7 Newton lang und F2 sind 4 Newton. Also darf ich 7 minus 2 gleich 3 rechnen. Und das ist die resultierende Kraft. Und jetzt hatten wir eben die beiden Varianten Wirkung in die gleiche Richtung, Wirkung in die entgegengesetzte Richtung. Und jetzt kommt der dritte Fall, nämlich dass Kräfte in verschiedene Richtungen und eben nicht nur gegensätzlich wirken. Und dafür ist das Kräfteparallelogramm da. Und das schauen wir uns jetzt an. Dieses Mal wirken wieder zwei Kräfte. Einmal wiegt hier die Kraft rot dargestellt mit 4 Newton und in eine andere Richtung wirkt gleichzeitig eine Kraft mit 3 Newton. Und wieder können wir sagen, das eine hier, das ist F1 und F1 hat eine Kraft von 4 Newton und F2 hat also eine Kraft von 3 Newton. So, und jetzt ist die Frage, wo und wie funktioniert das mit der resultierenden Kraft? Stellt euch das vor, egal ob ihr mit dem Fahrrad fahrt, also ihr fahrt mit dem Fahrrad in die Richtung und von der Seite kommt Wind, das heißt, ihr werdet irgendwie so in diese Richtung abgedrängt. Und dieses irgendwie, das lässt sich relativ einfach ermitteln. Ihr nehmt ein Geodreieck und zieht so hier einen parallelen Strich. Und zwar zu dieser Kraft. Genau auf der Höhe. Seht ihr das? Parallel. Und das Ganze macht ihr hier auch. Parallel, so, und dann habt ihr hier einen Schnittpunkt. Und dieser Schnittpunkt, der gibt an, wo der Pfeil hier herkommen muss. Und wenn wir diesen Pfeil dann einzeichnen, so, da ist der Ursprung, so, dann ist da unsere resultierende Kraft. Und jetzt können wir messen, ohne zu rechnen. Und unsere resultierende Kraft hat 5 Newton. Also 5 Newton. Das heißt Fr gleich 5 Newton. So, zeichnerisch gelöst. Ihr seht also, F1, F2, resultierende Kraft, ganz einfach zeichnerisch dargestellt. Wir schauen uns noch ein zweites Beispiel an. Hier seht ihr unser zweites Beispiel. Wieder wirken zwei Kräfte, F1 in Rot, F2 und wieder habe ich genau 1 Newton gleich 1 Zentimeter angegeben. Aber hier seht ihr nun unser zweites Beispiel. Wieder haben wir zwei Kräfte, F1 diesmal in Rot, F2 in Grün. Und wieder geht es darum, die resultierende Kraft zu finden. Und die resultierende Kraft ist natürlich wieder irgendwo hier in der Mitte. Aber wie genau? Tja, das machen wir zeichnerisch. Wir nehmen wieder unser Geodreieck und zeichnen eine Parallele. Und zwar könnt ihr die ruhig beliebig lang machen, das macht nichts. So. Ihr seht, dieses hier ist parallel zum Grünen. Und das Ganze machen wir jetzt nochmal mit dem Roten. So, da ist mein Hilfsstrich. Und so.
Und wieder habe ich mein Parallelogramm fertig. Das heißt, hier ist der Schnittpunkt, den ich suche. Und jetzt muss ich nur noch die resultierende Kraft einzeichnen. Das heißt, hier im Ursprung bis oben, so, so, schön ordentlich und dann den Strich ziehen. Kleiner Pfeil dran, wunderbar. Und das hier ist FR. So, dann können wir noch messen. Und 9,4 oder 9,5. Sagen wir, FR entspricht 9,5 cm. Jetzt könnten wir noch dazu schreiben, was halt F2 und F1 waren. Aber das Prinzip ist klar. So löst ihr zeichnerisch ein Kräfteparallelogramm. Und jetzt will ich euch noch eine Besonderheit zeigen. Nun möchte ich euch noch eine Besonderheit zeigen. Und ich habe jetzt hier nochmal zwei Kräfte gezeigt, F1, F2. Aber dieses Mal, genauso wie im ersten Beispiel, gibt es einen rechten Winkel. Und immer, wenn es einen rechten Winkel gibt, dann gilt natürlich, ihr ahnt es, der Satz des Pythagoras. Und dann kann ich das natürlich zeichnerisch lösen, aber ich kann es auch ausrechnen. Und die ganz Flotten von euch, die erkennen schon das Maurerdreieck. 3 Quadrat plus 4 Quadrat gleich 5 Quadrat. Wurzel aus 5 Quadrat ist 5. Das heißt, ich kann schon sehen, ah ja, klar, die resultierende Kraft, das werden 5 Newton sein. Und die Formel, die dahinter steht, ist eigentlich auch ganz einfach. Das ist nämlich FR ist gleich die Wurzel aus F1 zum Quadrat plus F2 zum Quadrat. Ganz klar, ne? Ihr seht das umgeformt, a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Nur damit ihr es mal gesehen habt. Und dann kann man eben ganz einfach ausrechnen, dass FR eben nichts anderes ist als die Wurzel aus 4 zum Quadrat plus 3 zum Quadrat und dann ist FR eben 5 und in dem Fall Newton. So einfach kann man das auch rechnen. Allerdings gilt das nur für den Sonderfall mit dem rechten Winkel. Bei allen anderen Winkeln ist es ein bisschen komplizierter, aber das erkläre ich euch in einem anderen Video. In diesem Video habt ihr jetzt hoffentlich gelernt, wie man das Kräfteparallelogramm zeichnen kann. Okay, das war's.